Guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum. Ein Polizist kniet so lange auf dem Hals von George Floyd, bis er tot ist. 8 Minuten, 46 Sekunden. Drei Kollegen schauen zu und greifen nicht ein. Die letzten Worte von Floyd, I can't breathe, ich kann nicht atmen. Es ist der zentrale Satz der Black Lives Matter Bewegung. Nach dem Tod des Afroamerikaners gibt es in den USA die größten Bürgerrechtsproteste seit den 60er Jahren. Auch in Europa gehen die Menschen auf die Straße. In Österreich haben 50.000 Menschen am Donnerstag gegen Polizeigewalt und Rassismus demonstriert. Die immerwährende Diskriminierung und die regelmäßigen brutalen und sogar tödlichen Übergriffe sind für die schwarze Bevölkerung unerträglicher Alltag. Und was macht US-Präsident Donald Trump? Er pocht auf Recht und Ordnung und drohte mit dem Einsatz der Armee gegen Demonstranten und Bürgerrechtsbewegung. In einem Kommentar der Süddeutschen wird von den Unvereinigten Staaten von Amerika geschrieben. I can't breathe. I can't breathe. Eric Garner, Michael Brown, Tamir Rice und jetzt George Floyd. Sie alle sind schwarz und Opfer von polizeilichen Übergriffen in den USA in den letzten Jahren. Präsident Donald Trump ist mitten im Wahlkampf und setzt auf die weiße Anhängerschaft. Mit rassistischen Äußerungen hat er immer wieder kokettiert. Sie bringen Drogen, Kriminalität und sind Vergewaltiger, so Trump 2016 über die mexikanischen Nachbarn. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Nach Auseinandersetzungen in Charlottesville 2017 setzt Trump Rassisten und Neonazis mit Gegendemonstranten gleich. Auf der einen Seite habe es eine schlimme Gruppe gegeben und auf der anderen Seite ebenfalls eine gewalttätige Gruppe. Im Juli 2019 fordert Trump mehrere demokratische Politikerinnen in einem Tweet auf, in ihre vermeintlichen Heimatländer zurückzukehren. Gemeint sind sie. Drei der vier US-Bürgerinnen sind in den USA geboren. Wenig später beschimpft er den afroamerikanischen Abgeordneten Elijah Cummings als brutalen Tyrannen und beschreibt dessen Wahlkreis in Baltimore in einem Tweet als widerliches, von Ratten und Nagetieren befallenes Drecksloch. Verschwörung und Rassismus. Bei Trump keine seltene Kombination. 2011 behauptet er, Obama sei nicht in den USA geboren und dürfe daher nicht Präsident sein. He could have been born in Kenya. Trump und seine Politik. Manche macht sie einfach nur sprachlos. What you think about that? Das war Kanadas Premierminister Justin Trudeau, der mit 20 Sekunden Schweigen auf eine Frage eines Journalisten geantwortet hat, was er denn vom Vorgehen Trumps gegen die Demonstranten und Demonstrantinnen halte. Sicher nicht zum Schweigen sind meine Gäste gekommen, und zwar Ottmar Karas, der Vizepräsident des Europäischen Parlaments ÖVP, sagt, die Bilder des rassistischen Mordes lassen uns zu Recht nicht los. Dass immer mehr Menschen dagegen aufstehen, macht Hoffnung. Vanessa Spannbauer, die Chefredakteurin von Fresh Black Austrian Lifestyle, meint, es ist ein gutes Zeichen, dass weltweit so viele Menschen zu den Demonstrationen gehen und sich gegen Rassismus aussprechen. Das reicht allerdings nicht, denn auf lange Sicht müssen alle ins Handeln kommen und das System ändern. Peter Rau, der Politikberater Hudson Institute Washington DC, sagt, die Amerikaner sind grundsätzlich ein offenes und freundliches Volk mit einer stolzen, aber auch dunklen Geschichte. Jetzt ist der Zeitpunkt, in der die nächste Phase des amerikanischen Experiments entschieden wird. Reinhard Heinisch, die These des Politikwissenschaftlers Universität Salzburg, von Impeachment und Pandemie bis Wirtschaftskrise und Protesten wie 1968. Die USA erleben ihre eigene Geschichte in knapp 5 Monaten. Und Araba Johnston Arthur, die Politikwissenschaftlerin Howard University Washington DC, analysiert, nicht nur der Rassismus, sondern auch die gewaltvolle Niederschlagung schwarzer Widerstände hat System und Geschichte. Online können Sie unter debatte.orf.at/imzentrum diskutieren. Ihnen allen einen schönen Abend. Ja, Frau Johnston Arthur, wir haben gesehen, zu Beginn Justin Trudeau hat sprachlos reagiert auf eine Frage. Sie forschen nach Antworten zum Thema Rassismus. Wie beurteilen Sie den Umgang von Trump mit den Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus?
Ich glaube, um den Umgang zu verstehen, müssen wir auch tiefer in die Geschichte der Vereinigten Staaten gehen. Es gibt hier eine lange Geschichte der Widerstände, andererseits aber auch eine Geschichte der brutalen Niederschlagung. Was die jetzige Militarisierung und auch den Einsatz des Militärs zum Teil rechtfertigt, ist auch die im Vorfeld schon passierte Kriminalisierung der Black Lives Matter Movement als Black Identity Extremist. Das heißt, dieses Vorgehen der Kriminalisierung von schwarzen Protesten hat schon eine sehr, sehr weit zurückreichende Geschichte. Gleichzeitig erleben wir jetzt eine Eskalation, auch mit dem Einsatz des Militärs und eine Positionierung des Präsidenten als Law and Order Präsident. Aber es ist trotzdem, wenn man zurückblickt in die Geschichte der Vereinigten Staaten, kein neues Phänomen, was hier jetzt derzeit schon eine Ebene ist, die eine zusätzlich andere Qualität gibt. Es auch die Attacke von Journalisten. Es sind über 100 Journalisten auch attackiert worden. Es wurde ein CNN-Reporter, ein afroamerikanischer CNN-Reporter vor laufender Kamera verhaftet. Aber wir erleben einen historischen Moment, und im Laufe der Geschichte der Vereinigten Staaten ist jeder Millimeter, jeder Zentimeter an Rechten, die Afroamerikaner haben, erkämpft worden. Das heißt, diese Erkämpfungsgeschichte ist lang, aber auch die Geschichte der Niederschlagung ist lang. Und jetzt wird sich zeigen, ob diese Rebellionen, diese Proteste auch sich also in eine sozusagen nachhaltigere Bewegung münden können. Die Tatsache, dass wir global Proteste sehen, zeigt auch, dass anti-schwarzer Rassismus ein globales Phänomen ist. Nicht nur in den USA, aber auch in Europa und weltweit. Aber die Proteste selber sind tiefgreifend. Hier geht es viel mehr als um Polizeigewalt. Wir sind in der Mitte einer globalen Pandemie. Die Pandemie hat sehr drastisch aufgezeigt, die vorhandenen Ungleichheiten noch weiter unterstrichen. Afroamerikaner sind überproportional an Covid-19 gestorben. Die schon vorhandenen systemischen Ungleichheiten wurden zusätzlich nochmal verdeutlicht. Und dazu auch noch die Polizeigewalt, die natürlich auch im Zusammenhang von Ungleichheiten in Bezug auf Zugang zum Gesundheitssystem stehen. Die Tatsache, dass in den USA die relativ höchste Anzahl an Menschen im Gefängnis ist, man spricht hier von Prison Industrial Complex. Mhm. Dazu kommen wir. Vor allem Afroamerikaner betroffen sind. Ja. Okay. Ja. Ja. Danke, Frau Johnson. Also ein Law and Order Präsident Trump, Herr Heinisch. Aber ist Trump ein Rassist? Ich würde Trump als Rassisten bezeichnen, aber ich glaube, wenn wir das immer wiederholen, wie rassistisch Trump ist, ich glaube, dass der eigentliche Punkt, und das war vielleicht auch einer der Beweggründe für die großen Demonstrationen, sind die deutlich zu sehenden autoritären Tendenzen, die wir in den USA wahrnehmen. Die USA waren immer ein sehr liberales Land, und das Ganze ist im systemisch so, dass eben immer mehr autoritäre Tendenzen wahrnehmbar sind. Und ich glaube, diese autoritären Tendenzen beflügeln viele in ihrem Widerstand oder ihrem Protest, weil sie sich große Sorgen machen über die Zukunft der Demokratie in den USA aufgrund der jüngeren Geschichte, aber aufgrund der Geschichte, die wir jetzt schon doch einige Zeit sehen. Peter Rau, Sie sind 2005 den Republikanern beigetreten, aber seit einigen Jahren jetzt nicht in der Partei tätig, aber Sie beraten seit vielen Jahren republikanische Politiker. Sie sprechen ausgezeichnet Deutsch, muss ich gleich dazu sagen, weil Ihre Mutter aus Kärnten kommt, sind aber in den USA geboren und dort aufgewachsen. Wenn Sie das jetzt hören, dass der Heinisch trotzdem sagt, dass Präsident Donald Trump ein Rassist ist, nehme ich jetzt an, dass Sie dem widersprechen werden. Aber gleich auch die Frage dazu, was sagen Sie denn zum Krisenmanagement von ihm? Naja, dass Donald Trump jetzt nicht wirklich Fingerspitzengefühl für diese Krise hat, ist ja
offenkundig für jeder, der auch nur oberflächlich die Nachrichten von Österreich aus in die USA verfolgt. Er hat nicht gerade jetzt Empathie, dass er ausstrahlt, aber es war auch nicht Donald Trump, der diesen Mann in Minnesota umgebracht hat. Und das war auch nicht Donald Trump, der die Polizei abbefohlen hat von den Straßen am Anfang dieser Krise. Das waren jene, die im Zauber der sozialen Gerechtigkeit, die Bürgermeister, die Bezirkshauptleute, die Gouverneure, die die Kompetenz in den USA haben für die Polizei, die sie ausstatten, ausbilden und auch die Richtlinien vorgeben. Es war Bill de Blasio, Mayor Garcetti, also die Bürgermeister von New York City und der Bürgermeister von Los Angeles, die hier die Straße räumen haben lassen. Und der Effekt war nicht, dass jetzt friedliche Demonstranten in der ersten Phase auf die Straße marschieren haben können, sondern dass kriminelle Elemente massiv hier Schaden angerichtet haben. Da sind Schaufenster eingeschlagen worden, da sind Restaurants und Gastronomien zerstört worden. Ein ganzes Viertel von Philadelphia, das übrigens mehrheitlich von Schwarzen betreut wird, Schwarze dort, Afroamerikaner, ihre Existenz aufgebaut haben, wurde zerstört, einen Trümmerhaufen hinterlassen. Jetzt haben wir, Gott sei Dank, eine friedliche Phase erreicht und wir reden jetzt über die Lösungen, wie es weitergeht. Und ich glaube, da müssen wir auch gemäßigt über die Realitäten, empirisch nachweisbaren Aktionen und Reformmöglichkeiten jetzt sprechen. Die Polizei abzuziehen wäre aus meiner Sicht ein Riesenfehler. Wir haben letztes Jahr über 4.500 ermordete Afroamerikaner in den USA erlebt. Ganze neunmal, schrecklich, aber ganze neunmal ein unbewaffneter Afroamerikaner in Auseinandersetzung mit der Polizei das Leben verloren. Das heißt, wenn wir jetzt uns zurückziehen aus den Städten und die Polizei völlig abschaffen, was ja Black Lives Matter nicht nur ein Spruch, sondern eine Bewegung mit einem konkreten Programm fordert und die Bürgermeisterin von Washington DC heute unterstrichen hat, ja, dann werden wir genau jede im Stich lassen, die wirklich Chancen brauchen, die Sicherheit brauchen. Also ich bin für Reform. Ich bin da, dass man im Bereich Bildung, dass man in etlichen anderen Facetten Sicherheit, Jobmöglichkeiten, die Ungerechtheit in den USA behebt. Aber man muss hier schon, glaube ich, auf dem Boden bleiben und das Positive, das wir bis jetzt erreicht haben, ausbauen und nicht nur alles zerstörerisch abmontieren. Herr Rau, trotzdem die Nachfrage. Sie haben jetzt natürlich auffällig nicht gesagt, ob jetzt Trump ein Rassist ist oder nicht, wie das eben Professor Hänisch sieht. Ja, also ich denke, auf diesem Niveau würde ich nicht diskutieren. Ich denke nicht, dass Donald Trump jetzt, wurde auch am Anfang vorgeworfen in seiner Amtszeit, dass er Antisemit ist, obwohl sein Schwiegersohn und Tochter dem Judentum angehören. Donald Trump ist jemand, der auf Recht und Ordnung setzt. Ich glaube nicht, dass wir alles durch die Brille von Schwarz-Weiß beurteilen können. Es haben zig Millionen von Unterstützern von Donald Trump vor 8 und 12 Jahren ihn auch gewählt. Barack Obama gewählt, einen Afroamerikaner. Trump hat nicht das Fingerspitzengefühl, er wählt nicht immer die richtige empathische Sprache, aber dass man ihn jetzt brutal als Rassist bezeichnet, ich glaube, das ist vielleicht ein Schritt zu weit. Und generell würde ich sagen, dass die USA nicht ein von Rassismus durchseuchtes Land ist. Es hat Probleme, es gibt strukturelle Ungleichheiten, die wir hier beräumen müssen, aber Rassist ist mir vielleicht ein Schritt zu weit. Frau Spanbauer, Sie sagen, die Proteste unterscheiden sich von den anderen Protesten, weil sich jetzt die Menschen in der Mitte nicht einfach ruhig hinsetzen können und nichts mehr sagen und nur mehr zuhören, sondern Sie sagen, die müssen jetzt auch sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Genau, man kann nicht mehr nichts sagen. Und ich glaube, das ist etwas, diese Entwicklung, die sich jetzt zeigt, und zwar auch in Österreich. Denn entweder man ist damit okay, dass Menschen so umgebracht werden, man ist damit okay, dass Menschen herabgewürdigt werden, man ist damit okay, dass Menschen verschieden behandelt werden, oder man ist damit nicht okay. Also es geht nicht mehr, dass man sich hier nicht positioniert. Und vor allem in einem System, in dem wir leben, das von Rassismus geprägt ist, und das ist in den USA genauso wie in Österreich, dass es im Bildungsbereich, dass man sieht, im Gesundheitsbereich in den USA vor allem auch noch dazu. Wir sehen es in der Politik, wir sehen es in so ziemlich jedem Bereich. Und man muss auch erkennen, dass Alltagsrassismus, das ist das, worüber wir in Österreich gern sprechen, auch ein Symptom eines Systems ist. Und in den USA muss man schon auch dazu sagen, dass, wenn man zum Beispiel sagt, Make America Great Again, für wen war es jemals great?
Sicher nicht für schwarze Menschen, sondern das ist ein Programm für weiße Menschen. Von dem her muss man sagen, White Supremacy, weiße Vorherrschaft, genau diese Dinge und Privilegien, über die muss man auch sprechen. Und man muss auch sagen, okay, es gibt eine Veränderung, die einsetzen muss und die muss von weißen Menschen mitgetragen werden. Und genau deswegen kann man nicht mehr in der Mitte stehen bleiben, sondern es muss sich jetzt tatsächlich auch etwas tun, verändern, Reflexion einsetzen. Herr Karas, der Spiegel titelt zu den Protesten und Trump der Feuerteufel. Ein Präsident setzt sein Land in Brand. Sie haben vor ein paar Tagen auf Twitter geschrieben, man könne Feuer nicht mit Feuer bekämpfen und Demokratie nicht durch das Schüren von Hass, Angst, Gewalt, Lügen und Rassismus leben. Halten Sie Trump auch für einen politischen Feuerteufel? Ich halte seine Reaktion auf diesen rassistischen Mord für unerträglich. Für falsch, für unverantwortlich. Wir haben ja die Zitate gehört, wie vermengt wird friedliche Demonstrationen mit Plünderern, wo das eine, was abzulehnen ist, de facto mit allen anderen in einen Topf geworfen wird. Wer polarisiert, wer radikalisiert, wer nicht für Verständnis sorgt, wer nicht verbindet, wer nur sich kennt und seine eigenen Wähler und nur mobilisiert, statt zu versöhnen, statt zu appellieren an das Gemeinsame, an das Amerika, an die amerikanische Idee, der hilft dem Rassismus. Der macht rassistische Politik. Aber lassen Sie mich schon noch einmal ganz kurz zurückgehen zu dem heutigen Thema. Ich bin überhaupt nicht bereit, obwohl wir es richtig ist, dass wir differenzieren, dass es richtig ist, dass wir nicht Feuer mit Feuer, Gewalt mit Gewalt, Radikalisierung mit Radikalisierung, Schuldzuweisungen mit Schuldzuweisungen beantworten. So gibt es für mich eine neue Dimension. Die Bilder von diesem rassistischen Mord, ich habe schon gesagt, lassen viele von uns und mich nicht mehr los. Und ich brauche gar nicht die Augen zu schließen, um dieses Bild vor mir zu haben. Was ist neu? Nicht die Ursache. Die können wir in Statistiken nachlesen. Die müssen wir diskutieren. Neu ist, dass ein 17-jährige junge Frau ein Video, eine Aufnahme gemacht hat, die uns diese Bilder weltweit vermittelt hat. Wir können sehen, wir können hören. Und gegen dieses Gesellschaftsmodell, gegen eine derartige Fehlentwicklung der Gesellschaft, treten wir auf. Und in dieser Situation kommt dann noch die Reaktion von Trump, die jene, die sich auflehnen, die aufstehen, die nicht schweigen, die aufschreien, mit Militärgewalt in die Schranken weisen wollen. Wo ein Präsident in den Bunker geht vor der eigenen Bevölkerung. Das letzte Mal ist ein Präsident in den Bunker gegangen, als die terroristischen Anschläge bei 9/11 war, wo wirklich Terrorismus und die Gefahr für den Staat und für die amerikanische Demokratie geherrscht hat. Das Aufstehen der Bürger, der Weißen mit den Schwarzen in Amerika, ist ein Zeichen von Demokratie und keine Schwäche der Demokratie. Davor braucht man sich nicht zu verstecken. Frau Johnson-Asser, dieser ständige Kampf gegen Rassismus macht die Betroffenen müde. Die anhaltenden Proteste sollen zu Veränderungen führen, meint US-amerikanische Politologe Omar Wasso. Sind Sie auch so optimistisch, dass es hier wirklich zu Veränderungen kommen wird? Ja, bevor ich auf die Frage eingehe, wollte ich noch hinzufügen, dass was nicht neu sind, Videos sind nicht neu. Auch der Mord von Eric Garner, dessen letzten Worte genau dieselben waren, I can't breathe, wurden gefilmt. Auch der Tod von Walter Scott, der in den Rücken geschossen worden ist, wurde gefilmt. Auch der Mord an Philando Castile wurde gefilmt. Das heißt, die Tatsache, dass die Ermordung durch die Polizei gefilmt ist, ist nicht neu. Und zu Ihrer Frage des Optimismus, wir erleben tatsächlich, wie ich schon am Anfang gesagt habe,
einen historischen Moment. Es ist auch, es hat auch eine globale Dimension erreicht. Es ist sehr schwer zu sagen, ob sich diese Proteste und Rebellionen auch wirklich in eine nachhaltige Bewegung umwandeln können. Aber ich glaube, dass, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Proteste, Widerstand in den Vereinigten Staaten und auch weltweit immer die Grundlage waren für die Erlangung von Rechten. Ich glaube, das hat sich in der Geschichte gezeigt, ohne diesen Widerstand, ohne diese Proteste wird es keine Veränderung geben. Und ich glaube, es geht hier wirklich auch um eine Kulmination, weil es eben auch schon zuvor Morde gegeben hat, die gefilmt worden sind. Und jetzt ist all das zu einer Zeit passiert, in der wir inmitten einer globalen Pandemie sind, wo einfach die verschiedenen Aspekte zusammenkommen, wo es wirklich um so viel mehr geht als um Polizeigewalt. Frau Spandau hat das schon erwähnt, Rassismus ist in die Gesellschaft eingeschrieben. Es ist in die Entstehung der Vereinigten Staaten eingeschrieben. Und das ist etwas, was sich natürlich auf unterschiedliche Weise darlegt. Nur um ein Beispiel zu nennen, gerade kürzlich wurde das Emmett Till Law von einem republikanischen Kongressabgeordneten verhindert. Das heißt, die Geschichte des Lynchings beispielsweise ist eine gewaltvolle Geschichte, die auch eine Gegenwart hat. Könnten Sie das erläutern? Auch in den 60er Jahren wurden... Frau Johnson Asser, könnten Sie das gerne nur kurz erläutern, was Sie damit meinen, das Lynching? Also Lynching bezeichnet die... Schwarze Menschen wurden rassistischer, tödlicher Gewalt ausgesetzt. Sie wurden gehängt, aber auch durch rassistische weiße Mobs ermordet. Und dieser rassistische Terror wurde explizit eingesetzt als Unterdrückung des schwarzen Widerstandes. Es wurde explizit eingesetzt in verschiedenen Zeiten, auch zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung. Das heißt, Menschen wurden terrorisiert, um sie davon abzuhalten, für ihre Rechte zu kämpfen. Ich wollte auch noch einen anderen Punkt sagen zu dem Statement, dass die Vereinigten Staaten liberal ist. Ein anderes Beispiel ist COINTELPRO, das war ein FBI-Programm, das zwischen den 50er und 70er Jahren dafür eingesetzt wurde, um dezidiert politische Gruppen, die es als subversiv erachtet worden sind, zu unterdrücken. Und darunter waren auch prominente Bürgerrechtsfiguren wie Martin Luther King. Und es ist sehr bedenklich, das heißt, um zurückzukommen, der Optimismus ist da, aber natürlich ist die derzeitige Eskalation eine sehr, sehr bedenkliche. Herr Heinisch, aber so, wie es derzeit aussieht, sieht es nach einem längeren Atmen aus. Verdammt. Ja, Herr Heinisch, das ist offenbar eben wirklich der Punkt. Bleiben die Proteste, also es geht um eine Deutungshoheit, bleiben die Proteste friedlich oder werden sie gewalttätiger? Das ist offenbar der Kampf auch um diese Deutungshoheit, die je nachdem Trump hilft oder nicht. Genau, also zum Ersten müssen wir festhalten, Rassismus ist nicht etwas, was nur die USA betrifft. Also da müssen wir, glaube ich, in Europa immer daran erinnern, wir diskutieren jetzt über die USA, das heißt aber nicht, dass es ein amerikanisches Problem ist, es ist genauso ein europäisches, ein österreichisches Problem. Zweitens, natürlich findet das Ganze in einem größeren Rahmen statt und wir wissen historisch, dass wenn es zu massiven Unruhen kommt und der Deutungsrahmen in Richtung Chaos und Zerstörung und wenn das in Richtung Law and Order geht, hat das historisch immer den Republikanern geholfen. Nixon ist ein ganz bekanntes Beispiel. Wenn es jedoch in der Diskussion um Reform, um Veränderung, um eine positive Veränderung geht, hat es natürlich auch den Demokraten geholfen. Wir sind jetzt in einer Situation, wo um diesen Deutungsrahmen diskutiert wird.
Und wir sind natürlich in einem Wahlkampf oder einem Land, wo eine große Richtungswahl bevorsteht. Das heißt, das ist noch mal konzentrierter. Und genau auf das zieht es jetzt ab. Und wir haben eben noch dazu diese anderen Faktoren, die Pandemie und die Wirtschaftskrise. Und wir sehen ja auch, der Kollege Rao hat das ja schon angesprochen, hier findet auch eine Diskussion zwischen einem republikanischen Präsidenten und demokratischen Bürgermeistern und demokratischen Partei, Gouverneuren statt, wie schon vorher auch in der Pandemie. Also hier ist natürlich auch die Tages- und die Parteipolitik spielt eine Rolle. Und das ist dieser Subtext natürlich. Und es geht darum, und viele Leute, die protestieren, die wir sehen, das sind ohnehin keine Trump-Wähler. Die braucht Donald Trump nicht. Aber die, die nicht protestieren, um die geht es. Wo gehen die dann hin? Gehen die nach links und schließen sich den Reformen an oder bleiben die zu Hause? Und sind die dann so verschreckt, dass die nicht zur Wahl gehen? Dann hilft das natürlich Donald Trump, weil Donald Trump mit seiner Basis gewinnen will. Er hatte 27% der Wähler. Er kommt aus seiner Basis eigentlich nicht darüber hinaus. Aber wenn er die mobilisieren kann und die anderen nicht hingehen, dann kann er gewinnen. Und das ist die Strategie. Und auf das spielt das Ganze jetzt hinaus. Teilen Sie die Analyse bzw. die Strategieanalyse herauf vom Herrn Hainisch? Na, nicht ganz. Es ist nicht so einfach. Ich glaube, die Lage ist schon vielschichtiger, dass man sagt, die Demokraten sind die Guten mit Reformideen und die Republikaner sind die Bösen, die auf Recht und Ordnung setzen. In Wirklichkeit ist es ja so, dass ich zum Beispiel einer Regierung angehört habe, im Weißen Haus von George W. Bush gediente, wo wir eine Bildungsreform gemacht haben, wo Bildungsreform das große zivilgesellschaftliche Anliegen des 21. Jahrhunderts definiert wurde. Wir wollten die Unterschiede zwischen mehrheitlich schwarzen Nachbarschaftsschulen und jenen, wo die Mehrheit weiße Studenten sind, beheben. Dann gab es unser berühmtes Faith-Based and Community Initiatives. Da wollten wir religiöse Organisationen und Institutionen, insbesondere Kirchen, in schwarzen Nachbarschaften Gelder zufließen lassen, Ressourcen unterstützen, sodass wir die Familienstruktur zum Beispiel stärken. Es gibt viel zu viele afroamerikanische Söhne und Töchter, die ohne Väter aufwachsen. Es ist schon richtig so, dass Donald Trump polarisiert. Das würde ich gar nicht in Zweifel ziehen oder widersprechen. Aber ergänzend, es entwickelt sich auch innerhalb der Demokratischen Partei ein bestimmter Radikalisierungsprozess. Diese Woche, jüngstens nur ein paar Beispiele, gab es in einer Zeitschrift Slate einen Artikel, wo Plünderung nicht als Gewalt, sondern als politische Sprache umdefiniert wurde. Dann auf dem Cover vom Atlantic, die wichtigste Zeitschrift in Amerika überhaupt, gab es einen Gastbeitrag, wo ein Senator, der Trump unterstützt, als Stasi-Agent der DDR definiert wurde. Die Republikaner so und so als Vichy-Franzosen. Und viele Republikaner hören solche Worte, sehen dann auch die Inhalte, wie zum Beispiel das Abschaffen der Polizei, was Brian Fallon, ein Sprecher der Partei dieser Woche, den Anstoß gegeben hat und denken sich, es ist nicht, dass Donald Trump jetzt alles gut umsetzt oder dass er in der Implementation stark ist, aber er lässt sich zumindest von diesen Leuten nicht überrempeln und ist ein Bollwerk gegen auch eine Radikalisierung der Demokratischen Partei. Also es ist schon richtig, dass wir eine Polarisierung erleben, aber es ist nicht so einfach, dass man alles schwarz-weiß sagen kann, Trump schlecht, der orange Bösewicht und die Demokraten sind die Guten. Es ist einfach nicht die Realität hier im Lande. Herr Karas, Sie wollten was sagen? Ja, ich wollte sagen, dass wir das Recht und Ordnung durch Politik und Staaten und Institutionen zu schaffen, keine Rechtsverletzung benötigt. Und Mord, terroristischer Mord, ist rechtswidrig. Das heißt, wir sollten nicht das sagen, dass das Staatswesen und das gemeinsame Wesen nicht Recht und Ordnung braucht, aber auf dem gemeinsamen Akzeptanz unseres Rechts und unserer Werte. Eigentlich sollte ja der Respekt vor der Würde des Menschen, was ist Würde, sollte man schon langsam diskutieren, was ist Respekt, was bedeutet Ungleichheit in unserer Gesellschaft, was bedeutet es, dass Corona heute dazu führt, dass in Amerika eine Bevölkerungsgruppe von 12%, 70% Corona-Tote hat. Es hat der Pastor bei der Trauerfeier für George Floyd gesagt, nehmt das Knie aus unseren Nacken in der Bildungspolitik, in der Krankenversicherungspolitik, in der Frage des Arbeitsplatzes, in der Frage des Umgangs miteinander. Wir haben ein Problem, dass ich bin der Auffassung, und es geht mir als Politiker, das muss ich schon auch sagen, es darf Staatsmännern
Es darf öffentlichen Mandataren nicht nur um den Wahlerfolg gehen. Der Zweck heiligt die Mittel nicht. Es muss eine Grundlage von politischer Gemeinsamkeit kommen. Und das ist jetzt die Hoffnung für Amerika. Es und muss, für Österreich. Und überall. Es geht nicht um Amerika. Es muss eine Allianz geben, die diese Werte, dieses Recht, dieses Gesellschaftsmodell verteidigt, unser Recht auch durchzusetzen bereit ist, aufzustehen und sich um die Minderheiten zu kümmern. Demokratie kann man dann am besten sehen und wie man Macht ausübt, ist im Umgang mit den Minderheiten. Und hier darf nicht 12% deshalb ungleich weiter behandelt werden, weil es die Mehrheit nicht will. Und deshalb sind ja auch die amerikanischen Präsidenten, die sich bisher bemüht haben, gescheitert an dieser Veränderung. Hoffentlich kommt es jetzt zu dieser Allianz, und zwar nicht nur in Amerika, sondern auch bei uns. Mein Kollege David Kriegleder hat sich bei den Protesten eben umgehört, bei den Demonstranten und Demonstrantinnen, was sie wollen bzw. fordern würden. Es war die größte Demonstration in der Hauptstadt seit Beginn der Proteste. Menschen aller Hautfarben und Altersgruppen marschieren Seite an Seite, um ein friedliches Zeichen gegen Polizeigewalt und Rassismus zu setzen. Ich bin so sauer. Polizisten sollten unsere Beschützer sein und nicht unsere Henker. Afroamerikaner werden schon viel zu lange brutal misshandelt. Wir Weißen müssen an ihrer Seite stehen. Wir müssen Trump im November abwählen. Er ist nicht der Präsident, den wir jetzt brauchen. Wir glauben, dass alle Menschen Kinder Gottes sind, egal welche Hautfarbe. Deswegen sind wir als Familie heute gekommen. Wir sollten wütender sein. Ich mag diese Demo, aber es ist mir ein bisschen zu freundlich. Wir müssen das ganze System ändern. Wir brauchen Krankenversicherung und Studienplätze für alle. Die Milliardäre haben das ganze Geld. Es reicht. Tag 12 der Proteste und kein Ende in Sicht. Einiges wurde schon erreicht, doch die Menschen scheinen zu spüren, da könnte jetzt noch mehr gehen. Ja, und weil schon Sie, Herr Karas, angesprochen haben und auch die anderen, die sozialen Unterschiede zwischen Weißen und Afroamerikaner und Amerikanerinnen, schauen wir uns das auch kurz in einer Grafik an. Der Anteil der Bevölkerung der Weißen ist 60%, 13% sind eben in Amerika Afroamerikaner und Amerikanerinnen. Und diese sozialen Unterschiede werden aber am Nettojahreseinkommen eines Haushalts zum Beispiel sichtbar. Weiße Haushalte hatten im Jahr 2018 knapp 67.000 US-Dollar im Jahr zur Verfügung und schwarze Haushalte nicht einmal 42.000 Dollar. Und dieses Ungleichgewicht im Einkommen zeigt sich auch an der Armutsquote. Die offizielle Armutsquote, die lag bei 11,8%. Aufgesplittet auf die Ethnien zeigen sich die Unterschiede. Bei den Weißen waren es 10% und bei den Schwarzen 21%. Jeder Fünfte muss also mit einem Einkommen unterhalb der Armutsgrenze auskommen. Frau Spanbauer, wir haben gehört, dass eine Demonstrantin gesagt hat, enough is enough, das System muss sich ändern. Sie selber sagen zum Beispiel, wenn wir jetzt eben zu den Lösungsansätzen kommen, dass schwarze Menschen in Machtpositionen in solche Ämter kommen, nur wenn sie sich den Weißen anpassen. Also wie würde es denn aus Ihrer Sicht ausschauen und das System, wie sollte man das System in diesem Bereich verändern? Das System zu verändern ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe jetzt vorhin viel wollte und sollte gehört. Und genau das ist das Problem, was wir haben, nämlich dass eigentlich nichts passiert. Und wir haben ein System, das sich sehr auf weiße Menschen ausrichtet. Wir haben jetzt die Zahlen in den USA grundsätzlich gesehen, dass das System die Machtpositionen und die wirklich das Geld und so weiter sehr viel von Weißen gehalten wird. Das ist in Österreich nicht anders, das ist in Europa grundsätzlich ein Problem auch. Und hier muss man ansetzen und sagen, gut,
Schwarze Menschen, vor allem sowohl in den USA als auch hier in Österreich, haben sehr viele Lösungsansätze gebracht. Es geht um allein, dass man beginnt beim Bildungssystem, die Schulbücher mal anschaut, da sehr viele diskriminierende Inhalte drinnen sind. Es geht darum, dass man im Medienbereich mehr schwarze Menschen reinbringt, die auch Beiträge gestalten können, die verständlich machen, was das Problem eigentlich ist, damit wir verstehen, dass es ein Problem gibt. Es geht darum, dass wir in der Politik nicht nur Parolen und nicht nur Herabwürdigungen von Menschen haben, weil das ist natürlich etwas, was uns in Österreich auch ganz klar betrifft, dass man Wählerstimmen damit bekommen kann, dass man Menschen und Menschengruppen herabwürdigt. Und da merkt man schon, wie tief der Rassismus in der österreichischen Gesellschaft sitzt, dass das funktioniert. Also es gibt sehr viele verschiedene Anknüpfungspunkte, wo man sagen kann, okay, was die Gesellschaft tatsächlich bildet und beeinflusst, das müssen wir ändern, da müssen wir ansetzen. Es gibt Projekte, die teilweise in den Ministerien und so auch schon aufliegen, und es muss nur was umgesetzt werden. Und eben dieses von diesem Wollte und Sollte müssen wir wegkommen, und das ist genau das, was sehr viele Menschen bei den Protesten auch fordern und sehr viele junge Menschen. Nämlich es geht darum, dass man nicht mehr, ja, es war immer schon so, es ist immer schon so gewesen, sondern junge Menschen vor allem auch in Österreich meinen jetzt, okay, es hat sich etwas zu verändern. Wir können nicht mehr so leben, es kann nicht mehr vorherrschen, dass das System Rassismus global so funktioniert, und deswegen gehen sehr viele Menschen auf die Straßen, weil sie wissen, dass es auch in ihrem eigenen Land dieses Problem gibt. Herr Heinisch, Sie haben 15 Jahre in Pittsburgh gelebt, also in jenem Bereich, wo eben, das kann man sagen, Trump zu Hause ist oder die Wählerinnen und Wähler vor allem, eine Stahlstadt, wo viele Menschen ihre Arbeit verloren haben. Sie selber sagen, dass das Verhalten eben von ihren Freunden, von ihren schwarzen Freunden, die ihren Kindern erzählen mussten, bitte die Hände aus den Taschen tun, wenn ihr von der Polizei aufgehalten werdet, etc. Also dieser Alltagsrassismus, der auch angesprochen wird. Was ist denn aus Ihrer Sicht als Politikwissenschaftler der Lösungsansatz? Wiewohl man ja zum Beispiel weiß, dass Obama zwar versucht hat, in den 8 Jahren das US-Justizministerium nach rassistischen Strukturen zu suchen in der Polizei, aber eben, wie wir auch schon gehört haben von der anderen Seite, die 8 Jahre haben auch nicht den Rassismus weggefegt. Ich nehme sofort dazu Stellung. Ich muss auch ein bisschen jetzt was dazu sagen. Also ich behaupte überhaupt nicht, dass die Demokraten gut und die Republikaner jetzt schlecht sind. Ganz im Gegenteil. Ich fand ja den letzten republikanischen Präsidenten George W. Bush, der ja relativ viel gemacht hat, auch in Afrika, seine AIDS-Initiative. Darum geht es überhaupt nicht. Ich würde ja sogar behaupten, Donald Trump ist ja kein typischer Republikaner. Die Republikaner haben sich auch nach Kräften gegen ihn gewehrt. Der hat eine Partei übernommen, aber wir können empirisch zeigen, dass sowohl seine Wähler und Wählerinnen wie auch von der Programmatik ist Donald Trump mit dabei dort, wo in Europa ein Salvini oder wo in Europa rechtspopulistische Politiker sind. Und das muss man vergleichen. Und die Politikwissenschaft hat ja sehr viele empirische Studien dazu. Und die Sorge ist eben, inwieweit die amerikanische Demokratie von innen heraus ausgehöhlt wird. Und da sagen die einen, die amerikanische Demokratie ist stark genug, und die anderen sagen, sie ist nicht stark genug, vor allem wenn dann noch eine Krise von außen dazukommt. Und das ist die Sorge. Das heißt, es geht hier nicht um Republikaner über Demokraten, und wir kritisieren deshalb einen amerikanischen Präsidenten, weil der an der Regierung ist. Man muss ja Regierungen auch, wenn die einen demokratischen Präsidenten hätten, würden wir wahrscheinlich über einen demokratischen Präsidenten sprechen. Jetzt zu der Frage, natürlich braucht es verschiedene Lösungsansätze auf verschiedenen Ebenen. Der amerikanische Präsident hat natürlich eine große Symbolkraft, der Bully Pulpit. Natürlich kann der versuchen, von oben hier etwas zu thematisieren. Obama hatte das Problem, dass man ihm ja immer vorgeworfen hätte, er wäre ein schwarzer Präsident, der war besonders vorsichtig. Also gerade Obama tat sich ja sehr schwer, hier was zu tun. Aber natürlich braucht es natürlich die Führung von ganz oben, aber vieles passiert natürlich auf lokaler Ebene. Die Polizeigewalt liegt eben dort, ist eben auf Landesebene und auf Ortsebene, und natürlich müsste man mit diesen Community Leaders, mit den Führern der African-American Community, müsste man das Gespräch suchen und hier versuchen, wieder, wie es auch schon passiert ist, wurde aber von der Trump-Regierung abgeschafft, zum Beispiel, dass gerade wieder eine zivile Überaufsicht über die
über lokale Polizei. Man müsste auch die Police Unions, die Polizeigewerkschaften hier deutlich schwächen. Und man müsste natürlich auf verschiedenen Ebenen versuchen, mit der betroffenen Bevölkerung gemeinsam zuerst zu deeskalieren und dann Reformen Schritt für Schritt durchzuführen. Ist ja teilweise auch passiert. Und teilweise war es ja der Präsident selber, der sagte, die Polizei ist zu nett zu denen, die sie verhaftet. Und ihr sollt doch die mal rauer anfassen. Also man müsste den Ton ändern. Man müsste dann eben auf verschiedenen Ebenen konkrete Maßnahmen umsetzen. Die sind technischer Natur auf der lokalen Ebene, aber symbolischer Natur und rhetorischer Natur eben auf einer übergeordneten Ebene. Frau Johnston-Arthur, was ist denn aus Ihrer Sicht zu tun? Also wie ich anfangs schon erwähnt habe, die Proteste zielen nicht nur auf Polizeigewalt aus, sondern es geht wirklich um eine Infragestellung eines Systems, das Afroamerikaner, nicht nur Afroamerikaner, aber auch First Nation People, verschiedene Minderheiten in den USA auf systematische Weise ausbeutet. Das heißt, es geht hier nicht nur um eine technische Frage, es geht hier nicht nur jetzt um eine Frage von Bodycameras oder es geht nicht um eine Frage von Polizei alleine, sondern es geht schon um tiefgreifendere Fragen. Und ich glaube, was sich jetzt schon zeigt, ist, dass wir in einer Zeit derzeit auch erleben, dass diese grundsätzlicheren Fragen auch diskutiert werden. Die Frage zum Beispiel des Community Policing. Es gibt in der Geschichte der Selbstorganisierung sehr wohl auch Beispiele, wo Communities sich selbst organisiert haben und auf unabhängige Art und Weise dieses, also sozusagen unabhängig Community Policing betrieben haben. Das heißt, es gibt hier in der Geschichte auch Beispiele, die aber andererseits, also wie zum Beispiel in Tulsa 1921 niedergeschlagen worden sind. Das heißt, derzeit ist wirklich auch eine Zeit, wo viel grundsätzlichere Fragen, systemische Fragen diskutiert worden. Ich wollte nur einen Punkt noch sagen zu Mr. Rowe, zu der Frage der Familien, afroamerikanischen Familien und der Väter, die nicht in Familien sind. Das ist auch eine systemische Realität, die dadurch produziert wird, dass das Prison Industrial Complex zu eine überproportionale Anzahl an afroamerikanischen Männern im Gefängnis sind, kriminalisiert werden, vom Wahlrecht ausgeschlossen werden. Im Moment ist die Gruppe der afroamerikanischen Frauen die am schnellsten wachsende Bevölkerung in den Gefängnissen. Es geht auch um das Justizsystem, es geht um das Gesundheitssystem, das Bildungssystem, den Zugang zu Ressourcen. Ich sitze in Washington D.C., eine Stadt, die in einem sehr schnellen Tempo gentrifiziert wird. Ich sitze in einem Buchgeschäft, einem schwarzen Buchgeschäft, das eines der wenigen noch in der Stadt ist. Das heißt, es geht um viele grundsätzliche Themen. Es geht um Aspekte wie Environmental Racism. In welchen Gebieten lebt die schwarze Bevölkerung? Es gibt zum Teil sehr gesundheitliche Bedenken. Es gibt Food Deserts. Es gibt so viele Themen und ich glaube, diese grundsätzlichen Fragen werden im Moment auf eine Art und Weise diskutiert, die über die Spitze des Eisbergs weit hinausgehen. Und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Die Leute gehen nicht nur wegen der Polizeigewalt auf die Straße, sondern es ist wirklich die Gesamtheit der Ungleichheit, die eine lange Geschichte hat, aber gleichzeitig, wie ich schon am Anfang gesagt habe, der Widerstand ist sehr, sehr wichtig. Selbst der Begriff des institutionellen Rassismus ist ein Begriff, der im Zusammenhang schwarzer emanzipatorischer Bewegungen entstanden ist. Ich habe, wenn Sie schon zweimal... Ja, weil Sie schon zweimal erwähnt haben, eben die Inhaftierten in den US-Gefängnissen pro 100.000 Einwohner der jeweiligen Gruppe 2018 waren 218 Weiße, mehr als doppelt so viele Hispanics, 549 und 1.134 Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen im Gefängnis. Herr Rau,
Wie schaut es hier mit Lösungsansätzen aus, wenn Sie den Präsidenten Trump beraten würden? Ich weiß ja, ich muss ja mal dazwischen fragen, ob Sie ihn direkt beraten, aber auf jeden Fall republikanische Politiker, Politikerinnen in seiner Umgebung. Wird er seine spalterische Rhetorik beenden und eben diese berechtigten Klagen der schwarzen Amerikaner und Amerikanerinnen ernst nehmen? Wird er hier lösungsorientiert sein oder blickt er ausschließlich auf die Wahl? Es ist ja interessant, dass Sie... Es ist sehr interessant, dass Sie das Beispiel bringen, weil das ist genau der große Wurf gewesen im letzten Jahr von Donald Trump. Es ist eine große Justizreform, die den Afroamerikanischen in den Gefängnissen eigentlich dienen sollte und jene, wenn sie rauskommen, dann mehr Berufschancen haben danach. Aber vielleicht nur ganz kurz zurück zu Pittsburgh. Es ist nicht eine Stadt, die für Donald Trump gestimmt hat. Ich bin selbst gebürtiger Pittsburgher. Es ist eine überwiegende demokratische Stadt, der gesamte Bezirk. Und da sind wir ja bei dem eigentlichen Punkt. Die ganzen Städte in Amerika werden von der Demokratischen Partei regiert. Das ist, wo die Kompetenz für die Polizei eigentlich liegt. Also man kann nicht Donald Trump in die Schuhe schieben, genau das, wo die Demokraten einen Fehler gemacht haben. Und es gibt heute Polarisierung, aber wir haben auch 8 Jahre Barack Obama gehabt. Die ersten zwei hat eine satte Mehrheit im Kongress gehabt. Wo war da die große Justizreform? Gut, aber meine Frage heraus, also entschuldigen Sie. Sicherlich, Donald Trump muss auf die Afroamerikaner eingehen. Er muss hier eine Versöhnung suchen, er muss einen Konsens versuchen herbeizubringen, aber wir machen uns viel zu einfach, wie Sie es in der Einleitung getan haben und ihm alles in die Schuhe schieben. Das ist einfach nicht die Realität. Und wenn wir schon von unterschiedlichen Einkommen sprechen, weil Sie die Statistik gebracht haben, was werden wir mich jetzt enteignen und mein Einkommen Malia Obama vielleicht überweisen? In Wirklichkeit geht es darum, wen es schlecht in Amerika geht und wen nicht gut, egal welche Hautfarbe. Wir sind ein Land, das enorm Vielfalt hat und dies harmonisierend über die Jahrzehnte zusammengelebt haben und das eigentlich ziemlich, ziemlich gut funktioniert hat. Jetzt haben wir etliche Probleme, strukturelle, die wir heben müssen, aber es kann nicht alles auf der Basis von der Rasse auseinanderdividiert werden. Da geht das Land zugrunde. Diese Probleme sind aber schon länger. Man muss sagen, dass das Ganze natürlich historisch gewachsen ist und dass man auch das Framing, das schwarzen Menschen entgegengebracht worden ist, natürlich die Kriminalisierung, eine Geschichte hat. Und diese Geschichte ist sehr ausschweifend und kann man analysieren und die gibt es in Österreich nämlich auch. Weil wenn wir uns anschauen, Proteste und Protestbewegungen und dann Kriminalisierung, müssen wir nur Ende der 90er, Anfang der 2000er bei uns schauen und dann sehen, okay, Ermordung von Marcus Umofuma. Was ist dann passiert? Schwarze Menschen wurden dann kriminalisiert, die nämlich zu Demonstrationen gegangen sind und hier Widerstand geleistet haben und gesagt haben, das geht nicht. Stichwort Operation Spring, kann man alles nachlesen. Und man merkt, hier werden einfach schwarze Menschen kriminalisiert und diskreditiert und das nicht nur sozusagen in den USA, sondern auch in Österreich. Und das ist eine Entwicklung, die in den USA natürlich noch viel, viel länger passiert. Und hier kann man nicht sagen, okay, das kam, das sind neue Entwicklungen, sondern die sind schon Ewigkeiten da. Herr Karas. Aber mit Vergleich zu welchem Land? Also bei aller Wertschätzung, hier gehen hunderttausende Leute auf die Straße, in Europa auch. Es geht eine blühende Stadt unter, wird den Westen entzogen, in Hongkong, da hört man überhaupt nichts. Aber sobald in den USA etwas ist, erhebt sich ganz Europa. Also ich glaube, da muss man auch die Proporz behalten. In anderen Teilen der Welt geht es den Minderheiten weitgehend schlechter wie in den USA und auch den Mehrheiten in vielen dieser Länder schlechter wie den Minderheiten in den USA. Absolut dabei, dass wir Reform brauchen. Wir sind wahrscheinlich nicht so weit entfernt voneinander, aber ich glaube, wir müssen einfach hier den Kontext immer wieder im Blick behalten. Herr Karas, weil wir jetzt Europa schon angesprochen haben durch die Frau Spanbauer, der Bericht der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte hat Schwarze in der EU, die leben, befragt. 2018 30% der Menschen mit dunkler Hautfarbe sind schon mal rassistisch belästigt worden und etwa ein Viertel in den 5 Jahren vor der Umfrage geben an, von der Polizei eben gestoppt worden zu sein. Österreich schneidet hier auch nicht besonders gut ab beim kontroversen Racial Profiling. EU-Schnitt 44% der Befragten hatten eine Polizeikontrolle, die rassistisch motiviert war, sagt man. Und Österreich liegt hier bei 63%. Nur in Italien ist es noch schlechter. Tut die EU genug im Kampf gegen den Rassismus? Darf ich noch vorher eine Sache sagen? Also ich habe das gehofft, dass diese Demonstrationen und auch das, was wir hier diskutieren, nicht nur eine Amerika-Diskussion wird, sondern eine Frage der Ungleichheiten in unserer Gesellschaft und des Umgangs mit Minderheiten und mit anderen.
Und andere und Minderheiten, wie wir sie empfinden, haben ja nicht nur etwas mit der Hautfarbe zu tun, sondern sie haben mit Religion etwas zu tun, sie haben mit Herkunft etwas zu tun, sie haben mit Einkommen etwas zu tun. Und wir haben weltweit, wenn ich an die Tibetaner denke, wenn ich an die Arbeitsinhaftierungen denke, wenn ich an den Umgang mit den Flüchtlingen auf den Inseln in Griechenland denke, wenn ich an die Sinti und an die Roma denke, wir haben Probleme. Und es werden zunehmend, und die gilt es, politisch anzugehen, aufzuzeigen, zu benennen, stärker als in der Vergangenheit. Denn es geht ja auch darum, es wird nämlich die zukünftige Frage nicht nur eine Frage der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung. Trumpismus. Wir müssen auch die Mini-Trumps mitten unter uns, die Mini-Putins mitten unter uns mit einer zivilgesellschaftlichen Mehrheit de facto in die Minderheit bringen. Und wir müssen auch bei uns dafür Sorge tragen, dass das, was wir in Rechten, in Menschenrechtskonventionen schreiben, auch tatsächlich umsetzen. Und die Europäische Union ist eigentlich eine Antwort auf den Nationalismus, auf den Terrorismus, auf die Ausgrenzung, auf die Schuldzuweisungen. Wir sind in den letzten Jahren ein bisschen in Stocken geraten. Europäische Union heißt Rücksicht nehmen aufeinander, Verständnis füreinander zu erzeugen. Europäische Union ist eine Idee, ist nicht ein Parteiprogramm. Und daher ärgere ich mich auch jetzt ein bisschen, dass wir jetzt fast so tun, auch als würden wir in einem Wahlkampf in Amerika sein, bei einem grundsätzlichen Problem unserer Gesellschaft. Wir haben hier mehr zu tun. Und wir haben es zu benennen und Antworten zu geben. Wir haben zuzuhören und wir haben zu handeln und wir haben durchzusetzen. Und lassen Sie mich den einen Punkt, weil ich dann nicht mehr drankomme, sagen. Es wird jetzt viel über Corona geredet worden. Ja, das Virus wird zu sozialen Spannungen in der Zukunft noch viel stärker führen, nicht nur in Amerika. Daher geht es mir in der Europäischen Union so um den Recovery Fund. Um die Solidarität, um die soziale Frage und nicht nur um die Wirtschaftshilfe, um die Frage der Rechtsstaatlichkeit, um die Frage der Bildungspolitik. Unsere Antwort auf Corona muss auch eine Antwort auf die Ungleichheiten und die neuen sozialen Spannungen sein. Und unsere Erfahrung, die wir jetzt gehört haben, muss uns als Politiker zum Vorbild machen im Umgang mit den Problemen. Und wir dürfen diese Probleme nicht parteipolitisch nützen, sondern wir müssen sie verantwortungspolitisch beantworten, weil es geht um Menschen und nicht um Parteien. Herr Karas sagt, Frau Spanbauer, die Politik muss zuhören, handeln und umsetzen bzw. durchsetzen. Was wäre wirklich das eine, wo Sie sagen, hier, das müsste jetzt wirklich in Angriff genommen werden, ganz konkret, damit sich die Lage im Kampf gegen Rassismus ändert? Das Zuhören ist eine wichtige Sache, das Handeln ist auch eine wichtige Sache. Wir merken, schwarze Menschen machen diese Arbeit seit Jahrzehnten. Sie legen Projekte vor, sie tun. Weiße Menschen fühlen sich nicht angesprochen. Es gibt keine Finanzierungen für Projekte. Das muss man alles ändern. Weil es gibt nämlich Vorschläge, die in die Richtung gehen, dass die Polizei sich zum Beispiel nicht selbst untersuchen darf, dass man im Bildungssystem etwas ändert und auch die Schulbücher ein Verständnis von verschiedensten Themen, die in dem Themenbereich liegen, herbeiführt, weil die Jugend ist unsere Zukunft und grundsätzlich gibt es weitreichende Veränderungen, die hier einzusetzen haben. Das betrifft auch, dass man über Einstellungspolitik nachdenkt. Es gibt Probleme bei der Jobsuche für schwarze Menschen, bei der Wohnungssuche für schwarze Menschen. Das sind weitreichende Probleme, die man alle angehen muss. Und es reicht nicht zu sagen, ja, das machen wir und das wollen wir, sondern eigentlich sollte es ja seit Jahrzehnten passieren. Und es geht dann tatsächlich auch darum, dass
weiße Menschen sich selbst mal sehen als weiße Menschen, nämlich auch als Gruppe verstehen. Weil das ist das, was sehr oft nicht passiert. Es wird immer die anderen, die Minderheiten, das wird immer von oben aufgesetzt definiert. Aber weiße Menschen nehmen sich nie zurück und denken über sich selbst nach. Und hier müssen wir was machen, nämlich die Privilegien zu benennen, Rassismus zu benennen, das System klar zu benennen und hier auch etwas zu ändern und nicht zu sagen, ja, ich hätte das gern, wie alles gewesen ist, weil das funktioniert nicht mehr und das fordern einfach Menschen ein, die auch ihre Stimme mittlerweile erheben und sagen, ja, so funktioniert's nicht. Zu hören, handeln, durchsetzen, also hoffen wir auf die Politikerinnen und Politiker aller Parteien und Generationen. Nach unserer Sendung sehen Sie passend zu unserer Diskussion den Doc-Film I'm Not Your Negro, das schwarze Amerika der 60er, ein Oscar-nominierter Filmessay von Raoul Peck mit den Aufzeichnungen des bedeutenden US-Autors James Baldwin. Persönliche Erinnerungen an die ermordeten Bürgerrechtler wie Martin Luther King. Es ist ein brennendes Plädoyer gegen Rassismus, prägnant und verstörend. Damit sage ich danke Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Reden Sie darüber, meinen Gästen hier im Studio und in Washington danke für die Diskussion. Bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.